Schauen wir uns jetzt die Bedienung beim Bianco Puro 4 an. Wir haben hier eine sogenannte Jog-Dial-Bedienung. Hier im oberen Bereich sehen wir die 6 Programme, die eingespeichert sind. Man kann diese 6 Programme wählen. Suppe, Soße, grüner Smoothie, das ist manuell, Sojamilch, Nüsse und Smoothie, Obstsmoothie. Jetzt können wir hier das Gerät starten. Dann wird das Programm automatisch abgefahren. Ich habe einen manuellen Modus, da kann ich die Geschwindigkeit voranstellen in 10 Stufen, also 1 bis H. Und ich kann hier die Zeit einstellen, 5 sekundenweise, beziehungsweise wenn ich zurückgehe, unendlich und 30 Minuten. Und wir haben hier eine Pulstaste, wenn wir die drücken, hört man das Gerät quasi so mit dieser Pulsfunktion benutzen. Jetzt zeige ich noch, wie man das Gerät im manuellen Modus bedient und wie man die Geschwindigkeit variieren kann. Wir nehmen zum Beispiel hier die Zeit unendlich, dann kann ich sozusagen das Gerät unendlich lange laufen lassen und wähle mir jetzt eine Geschwindigkeit, von mir aus jetzt die 2, starte das Gerät und kann jetzt im laufenden Betrieb durch das Betätigen der Tasten das Gerät also in der Geschwindigkeit variieren und ausstoppen.